Angereist über Wien und Berlin betrat Gustav Mahler 1891 nachmittags um 5:30 zum ersten Mal Hamburger Boden. Ich war von Anfang an fasziniert von diesem Mensch, von diesem Schicksal. Der Kosmos der Musikmalers sprengt jeden konfessionellen Rahmen. Ja, man kann sogar sagen, er sprengt jeden christlichen Rahmen. Eine der wichtigsten Figuren des Kulturlebens in Europa und eben auch in Hamburg in seiner Zeit. Die Zukunft wird verdient durch ein Unterstützen von der nächsten Generation. Und das, wir können sagen, ist, warum heute in die 21. Jahrhundert wir denken über Mahler als eine moderne Figur. Der vom Judentum zum Katholizismus konvertierte Mahler eignet sich die biblische Überlieferung auf seine Weise an, transformiert sie und gibt ihr einen Ort im kulturellen Leben. Bis heute. Die innere Welt, die so ein Komponist immer und egal wo er ist, ob er auf dem Fahrrad ist, ob er bei einer abendlichen Einladung oder in einer Probe ist, dass er immer eine innere Welt mit sich herumträgt, deren Wirklichkeit man nicht kennt, sondern nur deren Ergebnisse. Diese Dreiecksbeziehung war eine bedeutsame Skandalgeschichte in den Salons des Bürgertums. Er traute sich nicht, das innerhalb der Großstadt Hamburg zu machen. Er hatte unheimliche Angst vor Gewitter. Ich freue mich sehr, dass die Hansestadt Hamburg jetzt auch eine Gustav Mahler Stadt geworden ist.